Der Adelheidiskult, aus dem das größte Jahrmarktsfest des Rheinlandes entstand, ist an zwei benachbarte Orte gebunden. Der ältere ist Willig, wo die Heilige in dem 970 gegründeten Frauenstift als Äbtissin wirkte. Wenige Kilometer entfernt am südlichen Rand, wo die Höhen des Siebengebirges auslaufen, liegt die zweite Verehrungsstätte in einer jüngeren Siedlung mit dem Namen Pützchen. Das Gotteshaus entstand 1724 als Wallfahrtskirche. Während der Wallfahrtsoktav gab es schon damals einen gut beschickten Markt, der ursprünglich direkt bei der Verehrungsstätte abgehalten wurde. Am Ende der Straße, die in gerader Linie von der Wallfahrtskirche herführt, ist heute hierfür ein eigener Platz eingerichtet. An seinem Rand liegt in einer ehemaligen Schule das Marktamt. Zur Abwicklung der vielfältigen Aufgaben wurde es Anfang des vorigen Jahrhunderts von der damals zuständigen Bürgermeisterei Willig eingerichtet. Im Zuge der kommunalen Umgliederungen gelangte die Behörde 1922 zunächst an die Gemeinde, dann die Stadtverwaltung von Beuel und wurde 1969 schließlich der Stadt Bonn übertragen. Wallfahrt und Jahrmarkt in Pützchen richten sich nach Maria Geburt am 8. September, so dass das große Marktgeschehen stets auf den 2. September-Sonntag fällt. Bitte 5 Meter und etwas rüber, noch etwas. So, ist gut. Am Samstag, zwei Wochen vorher, wenn die ersten Fahrgeschäfte eingetroffen sind, beginnen die Männer vom Marktamt mit der Markierung der Standplätze. Nach dem sorgfältig geführten Verzeichnis der Beschicker werden die einzelnen Stellflächen auf der Wiese, die sich nach den asphaltierten Wegen orientieren, ausgemessen und mit Sägemehl gekennzeichnet. Im Jahr der Aufnahmen, in dem man inoffiziell den 609. Wallfahrtsmarkt zu Pützchen zählte, waren auf einer Fläche von rund 7 Hektar Plätze zu verteilen. Mit den von Buden gesäumten Straßen im Ort ergeben sich daraus gut 6 Kilometer Passage. So, bitte einzeichnen. Der Stromanschluss für die Raupenbahn kommt von dieser Trafostation. Das gleiche befindet sich da die Wasserversorgung. Auf dem 750 x 600 Meter großen Hauptplatz sind die Stromzuleitungen und die Anschlüsse zur Wasserversorgung für alle Vergnügungsbetriebe, Wurstbratereien, Verlosungsunternehmen und Verkaufsstände sowie den zugehörigen Wohnwagen mit festen Einrichtungen vorgeplant. Meine Herren, nur streicht mal nicht so dick. Schön. So ist richtig. Guten Tag, Herr Fellrauf. Ach, guten Tag, Herr Büschel. Wir waren angekommen von Hamburg. Ja, am Donnerstagmittag waren wir hier. Ja, aber, hören Sie auf. Wie aber? Ach, Herr Büschel, ich muss Ihnen da gleich was zeigen, weil Sie sind ja auch von der Stadtverwaltung. Hören Sie mal, ich komme jetzt mit 6 Waggons von Hamburg hier hin und habe dafür bezahlt 5.527 Mark Fracht. Die Bahn, die Bundesbahn als solche, ist in den letzten 2 Jahren um 25% höher gegangen. Trotzdem wir für unsere Karussellfahrten und für das Würstchen nicht einen Groschen mehr genommen haben in den letzten 3 Jahren. Da muss doch mal unbedingt was unternommen werden. Ja, macht denn der Verband nichts? Der Verband kriegt das jetzt von mir zugeschickt und der muss das machen. Ja, Herr Büschel. Bitte. Also, ich wünsche Ihnen ein nettes Wochenende. Ich komme am Montag denn wieder. Ne? Schön, machen Sie das. Der Platz ist ja schon eingewiesen, abgezeichnet. Ich hoffe, dass Sie zufrieden sind. Ja, wir fangen am Montagmorgen an. Zwischen den Vertretern des Marktamtes und den Schaustellern, die alljährlich nach Pützchen kommen, dies war der Besitzer eines Belustigungsgeschäfts, der mit 6 Eisenbahnwaggons vom Hamburger Sommerdom angereist ist, besteht ein gutes Verhältnis. Bei der Kirche im Ort liegt das Anfang des 18. Jahrhunderts von Karmelitern erbaute Kloster, die 1688 zur Betreuung der Wallfahrer nach Pützchen kamen. Demnach muss die Verehrung der heiligen Adelheid an dieser Stelle bereits im Laufe des 17. Jahrhunderts beträchtliche Ausmaße gewonnen haben, und zwar ohne die amtliche Förderung durch die Kirche. Kultzentrum und Ursprung des Jahrmarkts ist der als Pützchen bezeichnete Wasserquell auf dem Platz, der nach der ersten Äbtissin von Willig benannt wurde. Als Aleidisborn zum Pützchen, dessen Name später auf die erste Ansiedlung übertragen wurde, taucht die Wasserstelle erstmals 1367 in einem schriftlichen Zeugnis auf. Am Samstag vor dem letzten Augustsonntag, an dem seit der 1935 getroffenen neuen Regelung in Pützchen die Wallfahrtsoktav beginnt,
finden sich um 16 Uhr einige Ortseinwohner zum Gottesdienst ein. Nach Beendigung der Messe begibt sich die Pfarrprozession zum Adelheidispütz am anderen Ende des Kirchplatzes. Wir eröffnen die Festoktav zu Ehren der heiligen Adelheid für das Jahr 1977. Ich darf bitten, dass Sie mithelfen, dass diese Oktav aus der Mitte unserer Gemeinde lebendig erhalten bleibt. Mit der Weiherhandlung eröffnet der Priester die einwöchige Wallfahrtszeit, die in 8 Tagen am Oktavsonntag zu Ende geht. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Das Bestreichen der Augen gilt heute als übliche Anwendungsweise. Adelheidis Wasser wird meist in dem Glauben gebraucht, dass es Augenleiden verhindert und erkrankte Augen heilen könne. Als Hauptwallfahrtstag in Pützchen galt immer schon der Adelheidis Sonntag am Ende der Festoktav. Die zeitliche Trennung des Wallfahrtsfestes von Pützchens Markt um eine Woche erwies sich in den 20er Jahren als unumgänglich, obwohl die besondere Attraktion in der Gleichzeitigkeit bestand. Die Verschiebung des Adelheidis-Sonntags wurde 1935 endgültig durchgeführt und ergab damals sowohl bei den Schaustellern als auch bei den Wallfahrern viel Unmut. Durch die Verlegung sucht man vor allem den religiösen Inhalt des alten Marktfestes zu retten, der sich durch die ständig zunehmende Vorrangigkeit des profanen weltlichen Getriebes zu verlieren drohte. Der zwischen die beiden Ereignisse eingeschobene zeitliche Abstand bewirkte, dass manche Wallfahrten ausblieben. Dadurch wurde es aber auch möglich, das Adelheidisfest an den von Lärm unberührten Tagen aus der Überlieferung neu zu gestalten. Dazu gehört auch die Pilgermesse, die nach dem Einzug in die Kirche gefeiert wird. Nach Beendigung der Pilgermesse und der Erteilung des Reliquiensegens wurden die Gläubigen auch früher mit den Prozessionsfahnen der Pfarre feierlich ans Pützchen der heiligen Adelheid geführt. In der Wallfahrtsstatistik bei der Pfarre sind für 1934, dem Jahr vor der einschneidenden Änderung, 55 geschlossene Pilgergruppen verzeichnet. 1957 waren es nur noch 16. Die meisten suchten bei dieser Gelegenheit auch den Brunnen auf. Nicht nur, um dort die Augen zu benetzen oder von dem Wasser zu trinken, sondern auch, um sich für den Gebrauch zu Hause Wasser abzufüllen. Diese Gebräuche haben sich bis heute gehalten. Wer in den früheren Zuzugsgebieten noch um die Adelheidis-Wallfahrt nach Pützchen weiß, findet auch das Jahr über gelegentlich den Weg hierher. Zu allen Jahreszeiten kann man heute einzelne fremde oder auswärtige Familien beobachten, die am Adelheidis-Pützchen Gebrauch von dem Wasser machen. Vor 1935, als in Pützchen der Höhepunkt des religiösen Geschehens noch mit dem Jahrmarkttermin übereinstimmte, konnten sich die Pilger nach Verrichtung der Gebete dem bunten Treiben in den Budengassen hingeben. Einige Jahrzehnte früher, als das Volksfest hauptsächlich durch das Feilbieten von Waren aller Art bestimmt war, wurden dann auch die Einkäufe getätigt, die man in den Läden daheim nicht machen konnte. Diese Zeiten, an die die Älteren gerne zurückdenken, sind längst vorbei. Pützchens Markt hat sich zu einem riesenhaften Vergnügungspark entwickelt, wenn es auch am Rand immer noch einen beachtlichen Warenverkauf gibt. Wer jetzt am Adelheidisfest den Marktplatz besucht, kann beobachten, wie die großen Zelteinheiten und Fahrgeschäfte zusammengebaut werden. Die Anzahl der Marktbeschicker hat sich gegenüber 1825, damals waren es bereits mehr als 1000, nicht wesentlich erhöht. Statt der vielen kleinen Händler gibt es heute jedoch eine Reihe von Großunternehmungen.
Eine Anlage wie diese Achterbahn, die in Teile zerlegt transportiert werden muss, lässt sich nicht an einem Tag zusammenbauen. Da sich die Schausteller bei ihren Reisen von Volksfest zu Volksfest im Sommerhalbjahr meist in Zeitnot befinden, wird auch am Sonntag gearbeitet, damit zum vorgesehenen Zeitpunkt eröffnet werden kann. Bis in die 50er Jahre gab es Zirkusunternehmungen, die ihre Zelte auf Pützchens Markt errichteten. Geblieben sind einige Menagerien mit Tiervorführungen und Reitbahnen. Für Pützchens Markt, den großen Vergnügungspark auf Zeit in Pützchen bei Bonn am Nordrand des Siebengebirges, beginnt der dritte von fünf Spieltagen mit dem Marktsonntag. In der vorausgehenden Nacht ging der Budenbetrieb mit Lichterzauber und Lautsprechergetöne bis 3 Uhr durch. Am Sonntagmorgen wird der Markt nach kurzer Schlafpause alljährlich um 9 Uhr mit einem musikalischen Wecken wiedereröffnet. Das morgendliche Ständchen vor dem Marktamt dauert bis zum Beginn der Schaustellermesse um 10 Uhr. Während dieser Zeit werden die Vorräte der Imbissbuden ergänzt. Dann ist auch der kirchlich beauftragte Zirkus- und Schaustellerseelsorger auf der Festwiese unterwegs, um seine anbefohlenen Schützlinge zu besuchen. Kurz vor 10 Uhr läuten die Glocken von Pützchen zur Sonntagsmesse, obwohl die Pfarrkirche heute geschlossen bleibt. Die Gemeinde nimmt am Schaustellergottesdienst teil, der im größten Restaurationsbetrieb auf dem Marktplatz stattfindet. So wie dies früher in der Pfarrkirche von Pützchen üblich war, lassen manche Schausteller nun die Kindtaufen oder auch die Trauungen beim Gottesdienst im Zelt am alten Termin des Adelheidesfestes vornehmen. Brüder und Schwestern, diesem Kind wurde der Taufe das neue Leben geschenkt und so heißt und ist es ein Kind Gottes. Wenn die religiösen Handlungen im Festzelt beendet sind, ist es Mittagszeit. Ohne Übergang schließt sich der Gaststättenbetrieb mit dem Bierausschank an. Die Speisen, die während des Gottesdienstes zubereitet wurden, können jetzt serviert werden. Den größten Zuspruch im Bayernzelt findet Sauerkraut mit Schweinshaxe. Die eingearbeiteten Kellnerinnen, die Dutzend Bierkrüge und mehr auf einmal austragen, wurden zur Eröffnung von Pützchens Markt am vergangenen Freitag mit angehängten Sonderwagen eines D-Zugs aus dem Alpenvorland herbeigeholt. Zur deftigen Kost und zum Bier spielt die Zeltmusik mit dem Schlager vom Münchner Hofbräuhaus auf. Auf dem Festplatz läuft der Vergnügungsbetrieb nun in vollen Touren. Bei den Schaulustigen, die sich in den Budengassen drängen, sind auch die Gottesdienstbesucher. Die meisten halten ihren Rundgang gleich anschließend. Das Nebeneinander von erbaulich religiösem und sinnenfrohem Erleben gehört seit dem Bestehen von Pützchens Markt zum besonderen Gepräge. Damals gab es hier zum Adelheidisfest noch einen regelrechten Wallfahrtsjahrmarkt mit vielen kleinen Kramhändlern, Garküchen, Schankbuden, Glücks- und Belustigungsgeschäften.
Nach dem Marktregister wurden zum Beispiel im Jahre 1835 rund 1400 Berechtigungsscheine für Standplätze ausgegeben. Heute überwiegen die Großunternehmen und die großen, technisch aufwendigen Fahrgeschäfte. Die reisende Faustkampfarena, die in diesem Jahr zum 25. Mal auf dem Festplatz gastiert, wirbt Leute aus dem Publikum, sich mit den eigenen Athleten zu messen. Wir starten, wir beginnen jetzt. Deutschlands größte und populärste Boxschau, Deutschlands jüngste und stärkste Kampfstaffel. Ein kurzes Auflockerungstraining, auf geht's. Achtung, Damen und Herren, wir starten, wir beginnen jetzt, schauen Sie. Hier ist das, was Sie suchen. Da hat sich jeder Sportsmann angemeldet. Er fordert unseren Catchermeister im Catch-Catch-Can heraus. Ja, Mann, wir kämpfen im freien amerikanischen Kampfstil, wo alles erlaubt, wo alles gestattet ist. Wenn es Ihnen gelingt, den Catchermeister zu bezwingen, so zahle ich die Prämie von 50 Mark. Reicht sich aber sportlich die Hand. Vor und nach dem Kampf kein Hass, keine Feindschaft und zeigt eine Kampfstellung. Die Eigner dieses Glücksbazars können ebenfalls auf eine lange, ununterbrochene Zeit der Beteiligung an Pützchens Markt zurückblicken, die sich zu einem Jubiläum gejährt hat. Die Gewinne, die man heute mit Losen zieht, wurden früher mit dem Glücksrad ausgespielt. Sonntagnachmittag wird von den Ordnungshütern des Marktamtes in der Budenstadt immer der größte Besucherandrang verzeichnet, den man auf mindestens 250.000 Menschen schätzt. Das Gedränge in den Zeltgassen des Marktplatzes am nördlichen Rande des Siebengebirges ist dann so groß, dass eine Fortbewegung praktisch nur noch im Fluss des allgemeinen Menschenstroms möglich scheint. Seit Anfang der 70er Jahre übersteigen die Besuchermassen an den 5 Markttagen insgesamt fast immer 1 Million. Sie kommen nicht nur wegen der technisch erstaunlichen Großeinrichtungen hierher, die auf manchen anderen Volksfesten keinen Platz finden. Es ist auch die besondere Atmosphäre auf Pützchens Markt, die im Zusammenhang mit der alten Überlieferung anziehend wirkt. An den früheren Jahrmarkt erinnern die vielen Kleinstände, wie dieser, der als Hau den Lukas bezeichnet wird. Mit dem Hammerschlag, der an der aufragenden Schiene einen Läufer hochtreibt, kann man seine Kraft erproben. Der Silhouettenschneider gehört zu den Raritäten auf den Volksfesten. Die Schattenrisse, die er im Scherenschnitt herstellt, gelten als Vorläufer der Fotografie. Auch heute noch werden solche Abbildungen gerne als Andenken mit nach Hause genommen. Solche Lebkuchenherzen mit allerhand neckischen Sprüchen wurden früher von den Wallfahrern gerne als Mitbringsel gekauft. Auf der Marktstraße, der Hauptverbindung zwischen dem Festplatz und der Kirche mit dem Adelheidisbrunnen, die weiter außerhalb an das Fernverkehrsnetz angeschlossen ist, strömen auch am späten Sonntagnachmittag unablässig große Besucherscharen herein. Ich bin der weiße Riese. Ich bin ein Geist. Was meint er, beißt? Ich will haben einen vollen Schnabel. Moment! Ich bin gekommen, um euch abzuholen. Mit dem Kasperltheater, das in einer Baulücke Platz gefunden hat, mit dem Parterre-Akrobaten vor der Marktschenke, der sich auf den Kopf stellt, um bei den vorübergehenden Geldspenden locker zu machen, und mit manchen anderen Darbietungen erinnert die Hauptstraße von Pützchen an das Getriebe beim früheren Wallfahrtsmarkt. Wo Stellflächen zu finden sind, haben sich kleinere Stände eingerichtet. Die älteren Einwohner von Pützchen wissen noch, dass die Wohnhäuser auf beiden Straßenseiten in den 30er Jahren mit Jahrmarktsbuden fast zugebaut waren.
Wer eine Einfahrt besaß, richtete dort und im Hof dahinter für die Festtage eine Schankwirtschaft ein. Ähnlich wie sie hier von der Karnevalsvereinigung der Beueler Stadtsoldaten betrieben wird. Außer selbst gebackenem Kuchen, der Jahreszeit entsprechend, war es meist Prummetat, bot man Bier, Wein, Kaffee und belegte Brote an. Die Höfe an der Marktstraße von Pützchen, die das Jahr über dem landwirtschaftlichen Betrieb dienten, sind aus diesem Grund meist überdacht und mit festem Bodenbelag versehen. Die Hauswirtschaften an Pützchens Markt, von denen heute nur noch einige von Vereinen eingerichtet werden, kamen in Zusammenhang mit der Wallfahrt auf. Früher waren hier alljährlich in der Nacht zum 2. Septembersonntag große Massen von Pilgern unterzubringen und zu beköstigen. Der Jahrmarkt wurde erst 1806 auf den Platz am Ortsrand gelegt. Bis dahin fand er in der Nähe der Wallfahrtskirche statt. Wetterauslosung der Pfadfinder in unserem Lichtplateau mit 10-pfennig oder 20-pfennig Einsatz können Sie hier auch ein Los ausruhen. Am Marktgeschäft, das ursprünglich den Bewohnern manche Einnahmen brachte, beteiligen sich nun die Jugendverbände und Ortsvereine. Mit der lebensgroßen Puppe, die eigentlich zum Kirmesbrauch gehört, haben die Schützen ihre Hauswirtschaften gekennzeichnet. Bei der Kirche gibt es noch Händler, die ihre Ware auf einem einfachen Tisch auslegen. Adelheidisplatz und Brunnen in der Grünanlage vor der Kirche sind von Buden fast verdeckt. Es scheint, dass die Stelle von den vorbeiziehenden Marktbesuchern überhaupt nicht wahrgenommen wird. Seitdem das Fest der heiligen Adelheid nicht mehr am Marktsonntag gefeiert wird, gibt es auch keinen direkten Anlass mehr. Wer jedoch näher tritt, kann feststellen, dass sich im stillen Winkel, abseits vom Trubel, den ganzen Tag über ältere und jüngere Menschen einfinden, besonders zahlreich am Nachmittag. Obwohl viele Besitzer von verschließbaren oder kleineren Verkaufsständen nachts nicht auf dem Festplatz bleiben, weil sie ihre Wohnung in der näheren Umgebung haben, leben hier mit den Schaustellerfamilien und Gehilfen fast 2000 Menschen. Manche Eigner von Kirmesbuden oder Verkaufsanhängern sind schon früh auf den Beinen, um ihre Standplätze zu reinigen. Auf Pützchens Markt werden am Dienstag kurz vor 10 Uhr die Kirmesgeschäfte für den sogenannten Vormittag der Waisenkinder geöffnet. Dies ist eine wohltätige Einrichtung, die 1959 von der Gemeinschaft der Schausteller geschaffen wurde und seitdem festen Bestand hat. Ursprünglich galt sie den elternlosen Kindern aus den Waisenheimen im Bonner Raum. Inzwischen hat man auch die Heime und Schulen für geistig oder körperlich behinderte Kinder sowie die Pfleglinge aus dem Altenheim von Pützchen einbezogen, die hier eintreffen. Anna kriegt auch eine, na klar. Schön anmachen, ja? Frau Schmidt? Die ausgegebenen Anstecknadeln lassen erkennen, wer zu der Gruppe gehört. Wir wollen heute daran denken, dass vor 20 Jahren diese Aktion von den Schaustellern ins Leben gerufen wurde. Und die Schausteller sich immer wieder freuen, so viele strahlende Gesichter zu sehen. Wir selber danken alle auch den Schaustellern, dass sie uns so viel bieten. So, dann viel Spaß! Danke! Es mögen 250 Kinder und 40 Erwachsene sein, die auf dem sonst völlig leeren Platz den ersten karussellartigen Fahrgelegenheiten zustreben. Abgesehen von bloßen Verkaufsständen, den Schankstätten und den Schaubuden, haben sämtliche Kirmeseinrichtungen auf Pützchens Markt für die besonderen Gäste geöffnet. Ja.
Hauptattraktion für die Kinder ist in erster Linie alles, was rollt und was sich dreht. Sie dürfen nach Herzenslust damit fahren. Abgesehen von den Eigenleistungen werden die gesamten Unkosten von der Gemeinschaft der Kirmesleute auf Pützchens Markt getragen. Also liebe Kinder, hört mal gerade zu. Wenn ich jetzt gefahren habe, gehen wir gegenüber vom Riesenrad eine Riesenwurst essen, wo wir immer sind beim Herrn Naring. Und geht jetzt schnell rüber, sonst wird die Zeit zu kurz. Wir machen jetzt die letzte Fahrt. Wir kommen zum Kinder. Um die Mittagszeit am letzten Tag des großen Volksfestes kann man auf Pützchens Markt einer ganz anderen Gruppe begegnen. Es handelt sich um ehemalige Schausteller, Kirmesleute und Zirkusartisten, die sich zu einer Blaskapelle zusammengefunden haben. Die Musikanten, es sind ungefähr 30 Personen, ziehen auf den Zeltgassen über den Festplatz, um vor den Buden zum Ständchen aufzuspielen. Dabei werden von den Besitzern der Kirmesstände Geldspenden erbeten. Den Musikanten haben sich einige Budenbesitzer angeschlossen, um sie ein Stück des Weges zu begleiten, der hier in den Wohnwagenbereich hinter der Gassenfront führt. Bei den Ständchen bietet sich Gelegenheit, Kollegen zu treffen, die man beim Jahrmarktbetriebe sonst kaum zu Gesicht bekommt. Das Volksfest in Pützchen, das sich seit den 30er Jahren zu einem riesenhaften Vergnügungsbetrieb entwickelt hat, erinnert mit den Händlerbuden und Warenständen noch an den ursprünglichen Wallfahrtsmarkt. Die Zeltstadt der Händler, die als Pluten- oder Trödelmarkt bezeichnet wird, steht allerdings nicht mehr im Mittelpunkt, sondern ist an den Rand des Festplatzes ausgewichen. Obwohl heute fast alle Artikel bequemer in den örtlichen Verkaufsläden erreichbar sind, finden immer noch um die 200 Warenverkäufer hierher. Zu den Angeboten gehören nach wie vor landwirtschaftliche Geräte, Werkzeuge, Hausrat, Töpfereierzeugnisse, Textilien und Kurzwaren. Von den Käufern, die immer noch sehr zahlreich sind, kommen viele, wie früher, aus den Dörfern der weiten Umgebung. Die bäuerliche Bevölkerung, die meist auch die Wallfahrer stellte, versorgte sich hier mit allen notwendigen Gebrauchsgütern. Pützchens Markt war noch im vorigen Jahrhundert vor allem ein bedeutender Umschlagplatz für Textilien aller Art. Die enge Verbindung von Warenverkauf und Jahrmarktsvergnügen, die sich hier schon sehr früh ergab, hat mit dem Plutenmarkt bis heute Bestand. Tolles, einmaliges Spiel der Nachbeziehung. Willkommen Sie zu uns dabei sein, jetzt gewinnen wir. Auf dem Spiel 17 und 4, ein Artikel wieder mal im Rolle der Rückstraße. Das tolle Spiel und das tolle Treiben wieder mal dabei sein bedürft. Auf geht's, jetzt gewinnen wir. Auf dem großen Volksfest in Pützchen, das vergangenen Freitag begann und das an diesem Dienstag endet, drängen sich in den Abendstunden noch einmal die Besuchermassen, um bis zum nächsten Jahr Abschied zu nehmen.